Geburtstagsfeier im Tiergarten Schönbrunn. Rosafarbene und blaue Geschenkspackerl erwarteten die Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban am Montag im Wiener Zoo anlässlich ihres ersten Geburtstags. Als erste inspiziert hat die Geschenke allerdings Panda-Mama Yang Yang. Sie hat ihrem Nachwuchs gezeigt, wie das Auspacken funktioniert. Und gleich hat sich auch Panda-Bub Fu Ban neugierig über die Karotten und Süßkartoffeln hergemacht. Die Freude im Tiergarten zum ersten Geburtstag der Zwillinge ist groß. Also sie sind heute ein Jahr und das ist ganz was Tolles, eine Zwillingsaufzucht. Also wir sind so stolz auf die Mutter, auf die Yang Yang, dass sie das geschafft hat. Und wir haben ja jetzt ein Jahr zuschauen können, wie sie wachsen und gedeihen. Und also es ist wirklich nur große Freude. Von 100 Gramm zarten Babys bei der Geburt am 7. August des Vorjahres haben sich die Kleinen zu stattlichen Jungtieren entwickelt. Also kann man nur sagen, das Mädchen hat schon über 22 Kilo und der Bub hat 18 Kilo. Also sie haben schon ordentlich zugelegt, wenn man denkt, so ein Panda-Jungtier, das wiegt ja gerade einmal 100 Gramm oder ein bisschen mehr. Also, und von dem her, sie sind irrsinnig verspielt, sie spielen viel miteinander und auch mit der Mutter und an allem interessiert, so wie es sein soll. Und während Fu Ban mit den Geschenken seinen Spaß hatte, zeigte sich seine Schwester Fu Feng von der ganzen Aufregung völlig unbeeindruckt. Die Kleine blieb der Geburtstagsfeier fern und verschlief den großen Tag auf einer Plattform auf der anderen Seite der Panda-Anlage. Aber auch ohne sie hatten sich zahlreiche Gratulanten beim Panda-Gehege eingefunden. Es gibt viele tolle Tiere auf jeden Fall, aber ich glaube, die Pandas sind sehr beliebt. Also sie sind halt auch sehr nett anzuschauen. Und es, also man muss halt auch schmunzeln, wenn sie miteinander spielen, da kommt man aus dem Schmunzeln gar nicht raus. Das ist